Gemeinsames Gesundheitsmanagement. Die AOK Nordost und die LEAG setzen ihre Zusammenarbeit im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung fort. Schwerpunkt der Kooperation sind Themen wie Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, gesunde Arbeitsplätze, Bewegung, Stressbewältigung und Suchtprävention. Die LEAG informiert ihre Mitarbeitenden über das Intranet über entsprechende Angebote. Laut LEAG-Personalvorstand Jörg Warnig sind individuelle Lösungen für einen gesunden Ausgleich wichtig, um den wachsenden beruflichen Anforderungen gerecht zu werden. 14 Euro Untergrenze beim Lohn. In Cottbus verdienen rund 3.800 Menschen nur den gesetzlichen Mindestlohn von 12,41 Euro pro Stunde. Laut einer Studie des Pestel-Instituts profitieren rund 9.800 Jobs, wenn der Mindestlohn auf 14 Euro erhöht wird. Aktuell liegt der Stundenlohn bei 18% aller Jobs in Cottbus unter dieser Marke. Die Gewerkschaft NGG fordert eine Erhöhung des Mindestlohns, um die Situation vieler Menschen zu verbessern. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz unterstützt eine Erhöhung des Mindestlohns erst auf 14 Euro, dann auf 15 Euro. Nach Berechnungen des Pestel-Instituts würden davon in Cottbus 12.500 Jobs profitieren.